Hallo, liebe Deutschlernende! Heute machen wir es leider ein bisschen kürzer. Dies wird ein kurzes Video. Kurz, aber oho! Warum wird es kürzer? Nun, es ist heute für mich leider etwas später geworden, aber ich habe gesagt, ich mache ein Video pro Tag, also mache ich das auch. Obwohl es jetzt schon nach 8 ist, leider. Und warum ist es so spät? Nun, ich bin heute 20 Meilen gelaufen. Ich hatte wieder einen ganz langen Lauf. Beim letzten Mal, als ich 18 Meilen gelaufen bin, dachte ich, das wäre der längste Lauf in meinem Trainingsprogramm. Aber siehe da, ich musste doch noch einmal länger laufen. Und jetzt sind nur noch kurze Läufe, so dass ich dann sehr gut mich noch ein bisschen ausruhen kann, bevor es dann am 20. August, bevor ich dann am 20. August den Marathon laufe. Drückt mir die Daumen. Und heute möchte ich mit euch über ein sehr interessantes Thema reden. Wie ich schon sagte, ein kleines Thema, aber oho, wie wir im Deutschen sagen, klein, aber oho. Und zwar ist das die Frage, ob wir uns dazu entscheiden können, glücklich zu sein. Ja? Können wir uns dazu entscheiden, glücklich zu sein? Und ich denke, auf einer Seite ja, auf der anderen Seite nein. Wenn ich jetzt traurig bin, kann ich nicht einfach mit den Fingern schnippen und sagen, hey, ich bin glücklich. Das funktioniert so nicht. Aber ich kann Schritte in meinem Leben unternehmen, sodass ich langfristig glücklich bin. Ja? Ich kann gesund leben. Ich kann mir eine Arbeit suchen, die mir Spaß macht. Ich kann mich mit tollen Menschen umgeben. Ja? Ich kann gute Freundschaften pflegen. Und das garantiert nicht, dass ich glücklich bin, aber es gibt mir eine viel bessere Chance. Und ich denke, insofern können wir uns tatsächlich dazu entscheiden, glücklich zu sein, indem wir versuchen, unser Leben so gut wie möglich zu gestalten. Ja? Indem wir uns überlegen, wie wir unsere Ziele erreichen. Ja? Wie wir bestimmte Bereiche in unserem Leben verbessern, wie wir alle Bereiche unseres Lebens verbessern. Ja? Also, wie schon gesagt, ja, Gesundheit, da kann ich bestimmte Entscheidungen treffen. Ich kann mich dazu entscheiden, gesünder zu essen. Ich kann mich dazu entscheiden, regelmäßig Sport zu machen. Ja? Sozialer Kontakt. Ich kann mich dazu entscheiden, aus dem Haus zu gehen, neue Menschen kennenzulernen, mit den Menschen mehr reden und tolle Gespräche führen, die ich so in meinem Umfeld habe. Und auch bei der Arbeit kann ich ganz viele Entscheidungen treffen. Ja? Ich kann mir überlegen, was sind meine Stärken, was begeistert mich. Ja? Was kann ich tun, was anderen Menschen hilft? Und dann kann ich versuchen, mir eine Arbeit zu suchen, die dazu passt. Und kann wirklich ganz viel dafür tun, diese Arbeit zu bekommen, dieses Ziel zu erreichen. Ja? Und das sind so all die Entscheidungen, die wir in unserem Leben machen können, um glücklich zu sein. Okay, wie gesagt, es gibt keine Garantien, aber mit klugen Entscheidungen, mit bewussten Entscheidungen können wir unser Leben mehr und mehr verbessern. Und
Für manche ist das relativ einfach und für manche ist das schwerer. Ja, für manche ist es ganz, ganz schwer, solche Entscheidungen zu treffen, solche Schritte zu unternehmen. Und das Gute ist, dass man sich auch Hilfe holen kann. Ja, wenn man jetzt ganz ungesund ist, ja, ist mit 2 S und auch mit 1 S, ja, wenn man sehr ungesund ist und sehr ungesund ist, dann, oder wenn man sich sehr ungesund fühlt, dann kann man Bücher lesen über Ernährung oder man kann sich im Internet schlau machen über Ernährung, sportlich, da kann man auch überlegen, wie man sich sportlich betätigen kann. Wenn es mir jetzt schwer fällt, in Kontakt zu treten mit anderen Menschen, dann gibt es auch Dinge, die ich unternehmen kann. Ja? Also gerade Leute, für die es ganz schwierig ist, Freunde zu finden oder für die es ganz schwierig ist, einfach glücklich zu sein, egal was sie machen, oder für die es schon schwer fällt, Entscheidungen zu treffen, um das eigene Leben zu verbessern, für die gibt es dann zumindest auch Psychotherapie. Ja? Also ein Therapeut kann zum Beispiel auch sehr viel dabei helfen, glücklicher zu sein. Ja? Und das ist wirklich die Entscheidung. Wenn man nicht die Entscheidungskraft hat, irgendwas zu ändern, kann man sich zumindest dazu entscheiden, sich Hilfe zu holen. Ja? Insofern gibt es ganz viele Entscheidungen, die wir tun können. Und somit können wir uns dazu entscheiden, glücklicher zu werden. Ich hoffe, das war hilfreich für euch und wir sehen uns morgen. Tschüss!